Gott, muss Gott allen unermüdlichen Gegnerinnen und Gegner der größten Fehlentscheidung der Eisenbahngeschichte, wie Verkehrsminister Peter Herrmann Stuttgart 21 genannt hat. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, heute auch einige Worte zu sagen. Ich bewundere die Tatsache, dass Sie immer noch dabei sind und ich hoffe, Sie machen das weiter. Einige von Ihnen werden wissen, dass ich vor 2 Jahren drüben ja auch schon mal geredet habe. Damals war die 333. Demonstration gegen Stuttgart 21 und schon das hat mich ungeheuer beeindruckt. Aber lassen Sie mich noch mal darauf zurückkommen. Damals war den Experten und den Engagierten längst klar, wie falsch die Annahmen, die Behauptungen, die Versprechungen, die Zusagen und die Kostenprognosen zu Stuttgart 21 waren. Damals war auch klar, dass Heiner Geißlers Schlichtungsveranstaltung im Jahr 2010 und die darauf aufbauende Volksabstimmung in Baden-Württemberg 2011 nicht nur auf tönernen Füßen stand, sondern auf Sand gebaut war, der längst weggespült ist. Damals, lassen Sie mich darauf zurückkommen, haben auch viele Verantwortliche für Stuttgart 21 aus Wirtschaft und Politik gewusst und auch manche unter den Gutachten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gewusst, was Sache ist. Leider haben Sie damals und auch früher und später Ihre Bedenken kaum mitgeteilt. Ich rede jetzt über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Allerdings, wenn Sie nachlesen, was Sie aufgeschrieben haben, dann finden Sie zu deren Behauptungen und Bewertungen über den Verkehrsnutzen, über die Kostenschätzungen und über die Baudauer von Stuttgart 21 in aller Regel noch zusätzliche Anmerkungen, nämlich einschränkende Floskeln. Da schreiben Sie, das müsse man natürlich alles anders sehen, wenn sich die Verhältnisse anders entwickelten und dann Ihre Bewertungen eben nicht mehr gelten können. Wissen Sie, wie wir Juristinnen und Juristen das nennen? Wir nennen das salvatorische Klauseln und die haben einen ganz klaren Zweck. Die sollen nämlich verhindern, dass man später haftbar gemacht wird. Und die sollen verhindern, dass man an dem, was man an Bewertung abgegeben hat, dann auch festgehalten wird. Allerdings, und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, findet sich in den dortigen Gutachten bei ein bisschen, ein ganz kleines bisschen mehr auf Transparenz gepolten Gutachtern damals schon die Warnung, viele der bisherigen Annahmen und Prognosen, und jetzt zitiere ich wieder, seien eher als optimistisch einzuschätzen. Viva, kann man da nur sagen. Heute, verehrte Anwesende, kann eigentlich niemand mehr so argumentieren. Heute ist das längst alles klar. Es kann keinen Zweifel mehr geben, weil die Fakten auf dem Tisch liegen und auch deren Bewertung von Wahrheitsstufe zu Wahrheitsstufe weniger umstritten ist. Also diese Klarheit ist da. Und deswegen muss ich einfach nochmal auf meine Rede vor 2 Jahren zurückgreifen. Ich habe vor 2 Jahren heftige Kritik an jenen Verantwortlichen in Politik und auch anderen in Polizei geübt, die für den Schwarzen Donnerstag und seine Folgen verantwortlich waren. Ich habe mit Nachdruck die Forderung vorgetragen, dass Fehlverhalten und Verantwortlichkeit endlich rechtsstaatlich und ohne politische Rücksichtnahme aufgearbeitet werden muss und
dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich will das heute nochmals wiederholen, weil ich das für unglaublich wichtig halte, weil sonst das Vertrauen in die Politik und auch in unser Land immer mehr vor die Hunde gerät. Und dieses wollen wir nicht. Lassen Sie mich noch mal erinnern, ich habe ja damals Heiner Geißler aufgefordert und die Hoffnung geäußert, er könne, würde die Kraft haben und die menschliche Größe besitzen, in aller Öffentlichkeit dazu Stellung zu nehmen, wie unzutreffend die Grundlagen für seine Mediation und für die Volksabstimmung waren. Hat er nicht, leider, vielleicht konnte er das nicht. Heute ist es zu spät. Aber das ist sehr schade, gerade für das, was in einer Demokratie erforderlich ist, nämlich dass man Fehleinschätzungen zugibt und sie dann korrigiert. Deshalb müssen wir, glaube ich, heute alle feststellen, es kann nicht nur dabei stehen bleiben zu sagen, dass die Grundlagen für Mediation und Volksabstimmung in Baden-Württemberg falsch waren, sondern das muss Folgen haben. Um diese Folgen geht es jetzt. Erinnern wir uns, ich nehme an, Sie werden nicht nur mit Gegnerinnen und Gegnern von Stuttgart 21 gesprochen und diskutiert haben, sondern wie ich auch, gelegentlich mit Befürwortern. Und viele dieser Befürworter haben mir gesagt, und das konnte man ja auch in den Berichten in den Medien lesen, dass sie mit Stuttgart 21 mehr und bessere Verkehrsverbindungen verbunden haben. Sie wollten für bessere Verkehrsleistungen stimmen. Und sie haben den Versprechen zu Stuttgart 21 geglaubt. Sie haben für Innovation, oder viele von denen, für Innovation, Wirtschaftlichkeit, Verkehrsnutzen und Effizienz eintreten wollen. Und viele haben gemeint, gerade Stuttgart 21 sei ein Projekt, das vieles von dem verbessere, was in Baden-Württemberg im Argen liegt. Das habe ich gehört. Und jetzt lassen Sie mich hinzufügen. Nötig zur Verbesserung von Verkehrsleistungen ist eine ganze Menge. Ich will nur an die vielen Länder erinnern, die sich tagtäglich in Regionalzügen unter häufig mehr dramatischen Bedingungen zu ihrem Arbeitsplatz quälen. Ich sehe es häufiger, wenn ich von Brüssel nach Stuttgart fahre. Das ist einfach zum großen Teil in den Stoßzeiten unmöglich. Da sind Verbesserungen. Wenn ich sehe, dass Autofahrer sich über die B27, die völlig überlastet ist, quälen, rein und wieder rausstauen, dann sage ich, eine Verlängerung der S-Bahn vom Flughafen Richtung Reutlingen-Tübingen wäre auch eine Verkehrsleistung, die ich und die ganz viele sehr begrüßen würde. Dass diese Erwartungen sich alle nicht erfüllt haben. Die Versprechungen haben sich in Luft aufgelöst. Und wenn man jetzt auch auf die Kostensituation geht, dann bin ich ganz sicher, dass viele von denen, die damals zugestimmt haben, die gigantischen Kosten damals schon als gigantisch empfunden haben und der Meinung waren, diese erhöhen sich nicht. Ja, schon wieder eine hohe Versprechung. Es ist schon mehr als eine ohne Versprechung, es ist schon eine Täuschung, denn die Prognosen und auch die Kostenschätzungen sind ja nicht angekommen. Seit der Anhörung im Deutschen Bundestag am 11. Juni dieses Jahres und in der Sitzung des Verkehrsausschusses wissen das alle. Wir, die Stuttgarter, die Verantwortlichen in der Politik, in Berlin und in Stuttgart,
diese traurige, traurige Wahrheit gestehen. Und deswegen, verehrte Anwesende, heißt das, dass wir klarstellen müssen, dass die Grundlagen für die Volksabstimmung weggefallen sind, die, wenn sie überhaupt jemals vorhanden waren, und dass sie nicht halten auf das Ergebnis der Volksabstimmung. Salvadorischen Klausel und die
da braucht man sich nicht zu wundern, dass die immer auf dem gleichen falschen Gleis weiterfahren wollen, weil sie müssen sich ja selbst ins Unrecht setzen. Das heißt, die Forderung Nummer zwei muss sein, dass unabhängige Experten, die es ja auch gibt und die Gutachten, die es gibt, dass die ernsthaft zur Kenntnis genommen werden müssen, wenn der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, und das ist eine Aufgabe, eine verantwortliche Aussage treffen will. Und da Sie gerade schon zuhören, will ich Ihnen noch mal sagen, da ist ja interessant, dass es jetzt sogar von PricewaterhouseCoopers ein neues Gutachten gibt, das kein Mensch kennt, jedenfalls nicht von den Kritikern, nicht die Öffentlichkeit, nicht die Experten, und die Politiker, mit denen ich gesprochen habe, kennen es auch nicht. Und da stellt sich doch die Frage, warum eigentlich nicht? Da ist nichts von Transparenz zu spüren, die doch versprochen wurde. Da könnte möglicherweise was drin sein, was eher in unsere Richtung, in Umstieg geht. Und deswegen sagen wir, dieses Gutachten muss ebenfalls auf den Tisch und in die Bewertung mit einbezogen werden. Missbrauch und Täuschung betrieben wird.
Und wer ein Blick in den Strafgesetzbuch, der weiß, wie unser Strafgesetzbuch ein solches Verhalten bezeichnet, nämlich als Untreue, mindestens. Auf jeden Fall erreichen, dass die Staatsanwaltschaft dort nicht länger untätig bleibt. Es ist ein Skandal, dass seit Jahren nicht mal ein Anfangsverdacht bejaht wird, der dann zu Ermittlungen führen könnte. Und lassen Sie mich das nochmal sagen, es wäre wirklich schlimm, wenn die dauerhafte Untätigkeit aus einem schrecklich falschen Gefühl der Rücksichtnahme auf Verantwortliche in Wirtschaft, Politik und Ministerien resultieren würde. Das darf nicht sein. Geschichte abfinden, obwohl alle wissen, dass die Noten zu früh, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und Steuerzahler und Zeche zahlen, dass sie sich als Verkehrsteilnehmer täglich ärgern, die Suppe ausdrücken und immer wütender werden auf Politiker, Politik und Rechtsstaat. Das geht nicht. Situation hier.